Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Dieses hier heißt Painkiller und ja, da ist ein riesiger Fettklops im Hintergrund, sieht man schon. Und ja, wir, also Spiel habe ich jetzt nicht wirklich gemacht, ich habe es versucht, aber dann ging irgendwas nicht. Und deswegen unterzeichnen wir einen neuen Pakt. So, nein, möchten wir nicht, weil die war irgendwie buggy, fand ich. Gut. Wir spielen mal, ja, Level spielen, würde ich sagen, auf schlaflos und dann geht es los mit einem Intro. Mein Name ist Daniel Garner. Ich bin schon so lang tot, dass ich kaum noch weiß, wer ich wirklich war. Nicht gerade ein guter Mensch. So viel ist sicher. Aber selbst einer wie ich kriegt eine Chance. Für einen Moment kam Licht in mein Leben. So schnell. Wir starben. Wow. Ich weiß nicht, was mit Catherine geschah. Sie hat einen besseren Ort verdient. Ich bin hier gelandet. In der Welt zwischen Himmel und Hölle habe ich gegen den Teufel gekämpft. Sie versprachen, dass ich Catherine treffe. Aber es war eine Lüge. Engel und Dämonen haben mich betrogen. Es führt kein Weg raus hier. In der Hölle sind die Schmerzen nie vorbei. Wenn du denkst, es ist vorbei, wird der Schmerz nur noch schlimmer. Daniel. Ja. Daniel, wach auf. Er kommt. Wo denn? Ah, da. Okay. Chill. Daniel Garner, ich habe ein Angebot für dich. Ja, und ich eins für dich. Stirb! Das ist sonst mein Spruch. Und jetzt willst du deine Catherine zurück. Ich bring dich zu mir. Klar. Das kenne ich schon. Sollen wir sie bedienen, sie für mich? Dann kommst du zu deiner geliebten Frau. Woher weiß ich, dass du nicht lügst wie die anderen? Es gibt nur zwei Dinge auf der Welt, die sicher sind. Und du sprichst mit einem davon. Genau. Und du bist kein Steuereintreiber. Siebentausend Seelen. Für deine wahre Liebe. 7000. Warum hilfst du mir? Weil du aus der Reihe fällst. Im Kampf mit den Höllenfürsten hättest du 1000-mal sterben sollen. Aber du lebst noch. Nicht hierher. Du störst das Gleichgewicht. Ja, schick mich weg, du Spaß. 7000 Seelen, Daniel. Dann findest du Catherine. Ah, ja. So, wow, ist doch eine klasse Waffe. Cool. Okay, dann wollen wir mal. Was muss ich in diesem Spiel überhaupt machen? Seelen sammeln. Oh, shit. Was geht denn hier ab? Oh, hi.
Woohoo! Ah, geile Scheiße! So, also man hat hier echt eine klasse Waffe, die vielseitig einsetzbar ist, sehe ich gerade. Aber ob sie auch im Nahkampf einsetzbar ist, weiß ich gar nicht. So, jetzt wird's gemetzelt. Ja, also hier sind das Seelen. Muss ich diese einsammeln? Es scheint irgendwie sowas zu sein, zumindest. Und was ich ja auch eben klasse fand, war direkt schon mal die Musik. Also schön Metal-Style und sonst was. So, was war denn das? Jawohl. Ah, geile Scheiße. Gut, wir schauen mal, was es hier noch so gibt. Was das ist. Ah, ich hab Munition. Ah, okay. Also Rechtsklick verbraucht irgendwie nichts, aber Linksklick halt. Gut, was ist das hier? Pentagramm. Daten werden gespeichert. Sehr schön. Gut, und wir schauen auch direkt mal weiter. So. Bam! Na? Was geht so? Gemetzel! So, hier sind wieder... Wow. Bam! Ich soll deine Mutter von mir grüßen, du Sack. So. Also, Gemetzel pur auf jeden Fall. Story hat das Spiel auch, denke ich mal. Und wir schauen mal, was da... was das ist. What the? Okay. Wow! Boah, Combo Kill würde ich sagen hier. So, da sind wieder diese komischen Seelen. Oder was auch immer das sein soll. Okay, aber wo muss ich jetzt hin? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich nehme an, da wo es mir anzeigt, wo ich hin soll. Oben. Sieht man ja irgendwie ein wenig. Gut, hier wieder ein Speicherpunkt. What the fuck, das ging aber schnell zu. Ah ja. Wow. Warum wurde es eben so dunkel? Ah. Halt die Fresse. Ich denke eben gerade, was kriecht denn da so an mich ran? Aber dann kommt so ein Scheiß. Was ist mit den Vögeln? Kann man die auch töten? Ah. Okay, ist ja... also macht mir Spaß auf jeden Fall. Painkiller. What the fuck? Überraschungsangriff habt ihr auf jeden Fall drauf, Freunde. So. Ist halt die Frage, wo geht's weiter? Oh Mann, ey, da erschreckt man sich teilweise echt zu Tode. Wenn die dann so aus dem Gräbern rauskommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich echt durchgehend auf einem Friedhof irgendwie gammeln muss und dann alles mögliche zerfetzen muss. Bam! Ne? Denkst du echt, du kannst es mit mir aufnehmen, oder du? Hm? Denkt ihr das echt? Bats! Also teilweise echt lustig. Also ich meine, wie die Viecher auch explodieren, das ist krank. Aber ich habe wirklich nicht mehr viel Munition. Es wird langsamer Zeit, dass ich was finde. Was war das denn? Wow! Was ist das denn für ein Modus? Okay, ich will hier wieder raus.
Gut, wie komme ich denn aus diesem Modus raus? Ah. Coole Scheiße. Wow. Ging ja ab wie eine Rakete, ohne Scheiß. Und dann bumm. Ja, aber... ich hätte meine Muni nicht verballern sollen. Vielleicht liegt ja hier irgendwo noch was. Müssen wir mal schauen. Also diese komischen Kisten liegen hier überall, aber was bringen die mir? Tatsache, dass man auf dem Friedhof anfängt, die finde ich auch klasse. Also wirklich awesome. So. Weiter geht's. Wie? Auf so einem kleinen Spielraum soll ich kämpfen jetzt? Wow! Okay, meine Freunde. Ich nehme an, dass ich hier wieder lang muss. Ja, da hinten. Da hinten geht's weiter. Was suchen wir denn hier auf diesem Friedhof? Das wüsste ich halt gerne mal. Scheiß Mistviech. Lol. Okay. Hey, da sind Münzen. Sterbt ihr scheiß Krähen. Also das ganze Ding ist ja irgendwie grün. Habe ich das Gefühl. Wow! Shit! Hä? Wie habe ich denn das gemacht? Okay, also ja, in diesem Spiel passieren einfach mal Dinge, die man sich nicht erklären kann. Aber okay, ich bin ein Freund von sowas. Was soll's. Allerdings haben wir nicht mehr allzu viel Munition und sowas. Also, es wäre echt klasse, wenn wir mal wieder was Neues finden würden. Ah. Ups. Okay. So könnte man das auch machen. Verdammt, nur noch ein Schuss. Ah, sehr schön. 10 Schuss. So, man kann es auch so machen, einfach in die Ecke campen und dann lass sie rankommen. Ich will wissen, wie ich das gemacht habe, wie ich den einen unter meine Kontrolle gebracht habe. Das sah geil aus. Na? Alles klar bei dir? Oder bei dir? Oder bei dir? Da ist wieder Munition. Wow, was seid denn ihr für verdammte Mistviecher? Nee, an mir kommt ihr nicht dran. Könnt ihr vergessen. Wow. Wird es denn ab und zu so dunkel? Willst du mich verarschen? Halb so groß wie ich und dann kommt sowas. Nee. Geht nicht. Ich höre schon wieder was. Aber okay, scheint nicht in der Nähe zu sein. Oder etwa doch? Was sind das denn für Viecher? Aber hey, cool, ich habe wieder so einen komischen Soldaten. Sehr geil. Und wieso habe ich eigentlich so viel Muni wieder auf einmal? Ist ja klasse. Okay. Also die Waffe, die gefällt mir. Ist echt klasse, mal was Neues. Mal nicht so eine Standard 0815 Waffe oder sowas. Sie sprechen zu mir. Cool. Okay, gehen wir lieber weiter. Da hinten. Ach du Scheiße, Friedhof wird getrennt, oder was? Na? Verreckt.
Scheiß Mistviecher. Bam. Jetzt habe ich schon wieder so ein komisches Skelett für mich. Komischerweise passiert das ja nicht immer, ja? Also da liegt wieder Munition. Boah, dass da auch immer neue kommen, ne? Da. Jetzt wird... Ach du Scheiße! Wow. Und wieder habe ich so einen Typen für mich, sag ich mal. Ich wüsste nur halt gerne, wie man das wirklich auch, selbstständig macht. Oder wie man wieder an Leben oder Rüstung eher gesagt gewinnt. Warum kann man nicht einfach das Leben aussaugen? Warum geht das nicht? So, wir gehen mal hier rein. Ach du Scheiße. Und das soll Tagtraum sein? What the fuck? Okay, also meine Rüstung ist nun voll im Arsch. Was sind das für komische Fähigkeiten, die ich da manchmal einsetzen kann? Stirb, du fucking Mistviech. Okay, er scheint tot zu sein. Bart! Okay, aber was bringt mir das jetzt? Ja, also, wir sind, glaube ich, weitergekommen. Wie setzen wir aber die Fähigkeiten ein? Immer noch nicht herausgefunden. Und die Krähen platzen. Coole Scheiße. So, also Geld. Hier noch ein bisschen Geld. Ja, jetzt habe ich auch wieder viel Munition. Nur, vielleicht ein bisschen länger drauf zielen. Nee, das ist Schussmunition, ne? Habe ich... Oh! Ah, geile Scheiße. Aha. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Man hat noch eine zweite Waffe. Gut, Errungenschaften freigeschaltet. Adlerauge und Ausdauer. Sehr schön. Gefundene Munition hat mich jetzt nicht alles klar. Das ist logisch. Was? Nur 80 von 209 Sachen zerstört? Aber okay, wir... Tarotkarten? Mal schauen, was das ist. Aha. Coole Scheiße. Du erleidest nur halben Schaden. Okay. Moment. Was ist das denn? What the fuck? Oh. Okay. Geil. Okay. Gut. Und kaboom. Schauen wir mal. LOL! Geil!